Hallo, ich habe schon wieder einen Timer nicht. Ich bin gerade ein bisschen durch. Ich weiß nicht wieso. Okay, so. Alles an. Okay, war es nicht eben noch hell? Egal. Okay, ich werde es dann jedes Mal ein bisschen versetzt machen. Also das nächste wird dann. Genau, also ja, quasi in jede Richtung einmal. Das wird das quer, dann ist das nächste dann halt wieder ganz normal. Gerade, so wie hier. Nur halt in die Richtung und dann weiter oben genauso. Und ich glaube, die letzten. Das letzte mache ich dann kleiner oder vielleicht mache ich eins noch viel kleiner. Also im Moment ist es eigentlich im Prinzip nur eine Probe. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Und ich will mich da quasi selbst auch noch ein bisschen überraschen, wie weit das überhaupt gehen kann. Wenn ich es ein bisschen kleiner machen muss, dann ist das für mich kein Problem. Aber die zwei ersten in der Höhe würde ich auf jeden Fall so lassen. Und danach würde ich dann halt. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner bauen, damit es dann irgendwie doch hinhaut. Aber wenn ich es fast unendlich hochbauen kann, dann werde ich das auch natürlich so machen. Also in der Höhe weitermachen wie bisher. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das da schon aufgebaut habe, denn noch bringt das rein gar nichts. Sieht natürlich erstmal schön aus, aber am Ende wird es so aussehen. Und ich will es dann auch immer wieder unterschiedlich aufbauen, also so, dass es dann quasi unterschiedliche Welten sind. Oder hatte ich es mit etwas anderem vor? Ich weiß es nicht. Ja, so ungefähr wird das dann aussehen. So hier wieder eine Treppe hoch. Hier ist sogar eine Treppe eigentlich. Vielleicht könnte ich sogar noch ein bisschen weitermachen, aber ich glaube, das sieht eigentlich so auch ganz gut aus. Und dann hat man eine schöne Aussicht. Was ich dann noch so hinbaue, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich dann noch ein paar Fackeln hinbauen, damit es besser aussieht. Oder etwas, was wie eine Laterne aussieht. Kann ich ja eigentlich alles machen. Dann sieht man auch schön den Weg dorthin. Und jetzt regnet es. Super. Ja. Das ist so im Prinzip diese Welt. Also wo ich hauptsächlich diesen Turm aufbauen will. Ja, brr, kalt. Aber dann würde ich den Schnee jederzeit vorziehen statt dem Regen. Ja. Das ist dann so quasi das nächste Projekt, was ich da mit dran setze. Aber ich will jetzt, also momentan fehlt mir ehrlich gesagt auch die Motivation, wirklich das jetzt noch zu bauen. Habe ich ja gerade erklärt, dass man muss jeden, also ich will jeden Stein einzeln aufbauen. Klar, ist cool und macht auch eine Menge Spaß. Aber hier ist das immer ständig eine reine Wiederholung, 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 damit es auch astrein aussieht. Und das nur für quasi die Stützen. Und ja, hier will ich das dann weiter ausbauen. Also ich werde es wahrscheinlich auf eine Spitze so sein lassen. Und werde dann. Das heißt breiter bauen, ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe die Maße gar nicht mehr im Kopf. Also das hier waren, glaube ich, 100 oder 200 breit. Also und jeden Stein einzeln. Da bin ich froh, dass ich das vorher nicht abbauen muss. Und deswegen mache ich das ja im Kreativmodus, weil ich das natürlich einfach nur aufbauen will. Da müsste ich quasi. Ich hab's so gescheitert mit dem Wort quasi. Also, da müsste ich halt wirklich hier die ganze Welt wahrscheinlich abbauen. Die Geduld hätte ich einfach nicht.
Also, bei ganz großen Sachen will ich persönlich eigentlich es vermeiden. Will ich es persönlich vermeiden, ja, erst alles aufbauen zu müssen. Und daher ist da für mich der Creative Modus auf jeden Fall perfekt. Gut, dann werde ich mich erstmal hier so hinstellen und O2 gleich dann weiterbauen. Dann gehe ich aber jetzt mal in einen Cut und dann in die nächste Welt. So, speichern zurück zum Hauptmenü, Einzelspieler und Black Rock. So. So. Wow. Auch Kreativmodus wieder. Gar nicht mal so beabsichtigt. Ich hatte da halt einige Modifikationen mitgenommen gehabt von einem Freund und dann habe ich das einfach so belassen und dann kam es halt am Ende, also das war dann irgendwie eine Version, dann habe ich das dann irgendwo importiert und da war was am Ende eine Creative Mode Sache geblieben oder geworden, wie auch immer. Und ja, also dazu habe ich ja tatsächlich schon mal irgendein Video gemacht. Ich kann es mal so ganz kurz zeigen. Kurz ist gut, das ist relativ große Täuschen. Bella Schloss, und hier habe ich die ganzen Hunde hingebaut. Wow, wow, ja, danke. Gehen wir erstmal rein. So. Hier sind quasi so die Gästezimmer gewesen. Gewesen, also es sind immer noch Gästezimmer. So. Das war so ursprünglich einfach alles so gedacht, so. Deswegen sage ich das jetzt einfach so. So, ja, ne? Hier der Speisesaal, denn das sollte man eigentlich schon alles kennen. Ich sag's mal einfach nur, mach mal so random. Relativ hochgebaut, also das ist typisch so die Dimension, die ich mir also das immer vorstelle. So, das ist dann quasi die Küche. Ist überhaupt das überhaupt nichts drunter. Auch gut. So, ja, mittelalterlich gehalten habe ich ja auch schon bei einer älteren Aufnahme irgendwann mal gesagt gehabt. Ja, hier würden dann halt die Seitenflügel kommen. Nein, beziehungsweise das habe ich ja schon mal gemacht, dass ich das den Grund aufgebaut habe. Das Schlimmste habe ich hinter mir jetzt. Also hier habe ich die ganze Zeit Sand hingebaut. Im Creative Mode. Und da hat sich dann noch hier auch die Wetterlage verändert. Und hier muss ich dann in den Berg reinbauen. Das will ich dann auch alles angleichen. Das wird eine Arbeit, das noch zu machen. Ja, so habe ich schon mal gebaut gehabt. Da habe ich richtig viel Geduld gehabt. Ja, hier habe ich Langeweile gehabt. Da habe ich irgendwo dann immer Sonne genommen und dann habe ich immer wieder geschmissen, geschmissen, geschmissen. Was will ich denn eigentlich damit hier? Weg damit. So. Gott, das sind alles so Sachen, die ich dann noch mitnehmen wollte. So, und dann habe ich mir gedacht, weil es so nervig ist, dass ich dann immer wieder wechsle. Dass ich dann nicht immer nur daran baue, als in dieser Welt, sondern auch irgendwie was anderes baue. Und deswegen habe ich dann angefangen, das aufzubauen. So, aber man kann es schon erkennen. Das hier trenne. Moment. So, das da. Die drei Sachen da werden noch die weiteren Flügel quasi, also es wird dann nach hinten gebaut, ihr seht ja. Und für jedes will ich mir dann irgendetwas ausdenken. Aber es ist halt eine Menge. Ihr seht ja, das ist die Dimension, die ich da aufgebaut habe, das ist riesengroß. Die anderen werden halt glücklicherweise nur zwei Etagen haben statt drei wie diese. Aber es wird trotzdem immens. Und Puh.
Es ist halt unglaublich viel, was ich mir da so ursprünglich gedacht habe. Und als ich die Motivation hatte, da habe ich auch in Sunrunner gebaut. An irgendeiner Stelle irgendwo anders habe ich dann irgendwie die Motivation verloren gehabt, weil irgendetwas nicht geklappt hat, wie es wollte. Und dann habe ich alles andere sein lassen. Und das hier sieht man ja, ich musste daher erst das hochbauen. Also da habe ich ja auch alles Sand runtergebaut, weil ich es halt einen festen Boden haben wollte. Und dann auf der anderen Seite muss ich dann halt die ganzen Hügel und Berge wegbauen. Oh. Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich dann. Kurzer Cut. Und ist dann so der Punkt, wo ich so ein bisschen resigniert hatte. Wo ich dann gesagt habe, ach, das machst du und dann später nochmal, das machst du später nochmal. Ja. Und dann war ich dann aber damit auch nicht zufrieden. Und heute bin ich eigentlich immer noch nicht wirklich damit zufrieden, aber ich lasse mir da halt jetzt doch die Zeit, das dann richtig aufzubauen. Ja, es wird riesig. Also nicht so riesig wie das andere. Das hat noch so seinen Rahmen. Mit den Dörfchen ist es vielleicht ein bisschen mehr, aber es hat alles, wie gesagt, seinen Rahmen. So, dann gehe ich jetzt nochmal rein. Wäre noch gar nicht fertig. Komm, ich will auch fallen. So, dann renne ich mal. Das mache ich, glaube ich, auch noch mal weg. Das war auch mal ursprünglich so gedacht, vielleicht mal. Ja, aber ich denke, ich mache es auch noch mal weg. So, hier würde es, wie gesagt, zum nächsten gehen. Hier wäre so der Lagerraum für das ganze Essen. Hier ist so ein Mini-Labyrinth. Hier ist, habe ich schon mal erzählt, so ein kleines Schlafgemach. Ja, wie gesagt, hier so ein Labyrinth, wo es auch so ins Nichts geht und ich habe das gar nicht mehr alles im Kopf und da stimmt mich ein scheiß Zombie voll. So, hier kann man einfach mal so weiter. Also ich gehe mal einfach mal so durch. Ist nicht falsch. Hier geht's nirgendwo hin. Okay. Aber hier geht's auch irgendwo hin. So. Stranges Zimmer. Voller Bücher. Ist nichts weiter. Das lasse ich vielleicht. Aber das andere kann noch ruhig weg. Ja. Weiteres Schlafzimmer. Wozu? Man weiß es nicht. Das flimmert gerade. Ich mach mal kurz einen Cut. Nicht, dass es dann irgendwie Aufnahmeprobleme gibt. So, und hier geht es woanders hin. Das ist tatsächlich so gedacht, dass ich dann hier immer so hoch kann und hier kann man dann so das runter und dann kann man aber auch genauso gut wieder zurück. Ja, und hier wollte ich noch viel, viel mehr aufbauen. Also, ich will eigentlich nicht so viel verraten. Also, ich will schon hier dann auch noch weitermachen, aber es ist halt eine ganze Menge. Und wie gesagt, und dann habe ich einfach resigniert, weil ich so merkte, es ist so viel. Es ist so viel. Ja. Naja, aber irgendwann sicher wird das mal. Auch wenn es eine ganze Menge ist, muss ich auch zugeben. Aber ich werde das mal nach und nach machen. So, hier kann man so ein bisschen rausschauen. So. Paar geheime Räumlichkeiten. Also so geheim auch wieder nicht, aber. Ja. So. Gehen wir zurück. Immer dieses Freeze. So, schauen wir nur gerade, wie viel Zeit noch ist. Oh, gar nicht mehr viel. Da kann ich noch in die Ausgangsposition gehen. Wie gesagt, ich jetzt nur mal kurz zeigen und jetzt hier nicht allzu sehr ausweiten. Jetzt hier dann. Ah, hier geht's dann raus. Okay. Das ist der dunkle Gang. Das ist tatsächlich so gewollt.
Na, siehst du so freundlich aus? Noch. Noch. So, viel mehr war ja, glaube ich, gar nicht. Ne, hier mal wieder die Küche. Aber ich meine, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Erstmal wird erstmal nur gezeigt. Und den, und ein bisschen bauen will ich ja schon. Ich weiß noch nicht, was ich bauen will, aber ein bisschen mache ich definitiv noch. Aber dies war es erstmal von der 7. Folge von Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Duck Saber. Bis dann.